Wie ihr ja wisst, bauen wir gerade die Höllenmaschine Nummer 6 zusammen, den 20.000 Euro Traumrechner, den ihr gewinnen könnt. Im letzten Video haben wir zum größten Teil das Ökosystem eingebaut, also Mainboard, RAM, Kühler und so weiter und so fort. Und in diesem Video machen wir damit weiter, wie wir das Netzteil einbauen fürs Ökosystem, wie wir die Grafikkarte einsetzen und den fetten Festplattenkäfig einsetzen. Michi, fang doch mal an. Für das Ökosystem haben wir das Enermax Platinmax mit 600 Watt eingebaut. Das hat eine 80 Plus Platinum Zertifizierung. Das ist die höchste Energieeffizienzstufe, die es bei Netzteilen gibt. Was muss man beachten? Wir haben ja unten im Gehäuseboden haben wir einen Luftfilter drin. Das heißt, man muss genau schauen, wo saugt das Netzteil die Luft an und entsprechend dann den Lüfter positionieren, dass er durch den Filter die Luft ansaugen kann. Ansonsten gibt es 4 Schrauben, die haut man hinten rein. Das Netzteil ist fest. Man sollte am Anfang vielleicht auch noch sich gleich mal überlegen. Das Hauptkabel ist immer recht dick und verzweigt. Wo bringe ich das dann am besten unter, dass das Kabelmanagement schön ausschaut? Das sollte man sich am Anfang auch gleich überlegen. Ja, da wir gerade schon beim Kabelmanagement eben sind, haben wir eben dann das 24-Pin-Kabel vom Netzteil eben unter dem Mainboard durchgeführt vom Ökosystem, weil da hat Lian Li eben große Abstandshalter verbaut, sodass wir da schön die Kabel drunter legen konnten und haben dann eben den Hauptstrom angeschlossen und die CPU angeschlossen. Und ja, an sich ist das Netzteil einbauen wirklich kein großes Hexenwerk. Ursprünglich war es ja geplant, dass das Ökosystem nur eine CPU-Grafik hat, aber wir haben dann festgestellt, wir wollten auch einen schönen 4K-Monitor für das Ökosystem noch mit dazu liefern und dazu brauchen wir halt einen Displayport und deswegen hatte Fritz noch eine Grafikkarte eingebaut. Genau, und das ist eine Asus Radeon R7 250X. Die habe ich dann einfach noch eingesetzt, weil das Ökosystem war ja eigentlich an sich schon fertig und es war wirklich auch nicht wirklich problematisch. Einfach reingeschraubt, die Abdeckungen hinten am Gehäuse noch abgeschraubt, eingesetzt. Man muss schauen, dass es richtig wirklich drin sitzt, dass hinten dieser Clip von der PCI Express Schnittstelle, dass der wirklich auch einrastet und ja, fertig eingebaut war die Grafikkarte. Und später haben wir es dann natürlich auch mit einem roten, gesleeften Kabel dann nochmal verbunden mit dem Netzteil. Genau, und zum Schluss stand dann das Kabelmanagement für das Ökosystem an. Dann haben wir unten so eine Klappe im Eco-Abteil und in die untere Klappe kamen zum einen die Kabel, die vom Höllensystem kommen und zum anderen halt auch die ganzen Netzwerk- und Verbindungskabel vom Ökosystem. Und es war ein bisschen knifflig, man musste da hin und her drücken, bis das wirklich alles passt, weil man hat, glaube ich, wirklich nur so einen Spalt von 1,5 Zentimetern zur Verfügung. Und die Stecker, wenn die halt nebeneinander liegen, zum Beispiel die Hauptstromstecker vom Netzteil für die CPU-Versorgung, da sind ja immer 3 Stück dabei. Wenn die halt nebeneinander zu liegen kommen, dann kriegt man die Klappe nicht mehr zu, also da musste man ein bisschen hin und her spielen, richtig, bis es gepasst hat. Viel mit Kabelbindern arbeiten, schön zusammen friemeln alles und dass man da einfach wirklich, dass man die schön so legen konnte eben, dass sie nicht aufeinander liegen, sondern wirklich nebeneinander, damit wir ja die Klappe eben zubekommen. Genau. Ja, und dann stand der Laufwerkskäfig dann noch zum Schluss. Ja, das war ein richtig, richtig dickes Ding, der Festplattenkäfig. Und den haben wir dann, Michi hat den reingeschoben oben und ich habe geguckt, dass alles passt. Da hatten wir auch schon Kabel dran vom Netzteil fürs Ökosystem, damit wir dann einfach nur noch das ins Netzteil stecken müssen. Und die Kabel vom Netzteil vom Höllensystem, die lagen ja auch schon drin. Und da mussten wir eben ein bisschen Platz machen, damit dieser riesige Käfig da reinkommt. Und ja, einfach nur reingeschoben, fixiert mit den Schrauben und fertig war's. Ja, das Komplizierte ist halt, wir haben sechs Festplatten, wir haben 2 SSDs, wir haben 2 optische Laufwerke, die Blu-ray-Brenner. Dann haben wir noch das Asus ROG Panel vorne drin, richtig. Und noch den
das Panel für die Wasserkühlung hatten wir auch noch drin. Genau, also musste man halt gucken, wie tut man die Stromversorgungskabel und die Datenkabel am besten verlegen, dass alle richtig angeschlossen sind. Ja. Beim Verkabeln hatten wir Probleme mit den SATA-Kabeln fürs Ökosystem, weil das Ökosystem, das Mainboard ist relativ klein, sitzt, sagen wir mal, rechts oben vom Gehäuse, und die Festplatten fürs Ökosystem, die saßen ganz unten. Das waren also die unteren drei Festplatten inklusive der zwei SSDs, und da waren uns dann die gesleeften Kabel, also SATA-Kabel, die uns Bitfenix und Caseking zur Verfügung gestellt hatten, die waren dann leider einfach zu kurz, und deswegen mussten wir halt die Kabel nehmen, die eben beim Mainboard dabei waren von Asus, und die waren auch ausreichend lang, und deswegen haben wir dann auch alle Kabel von Asus genommen und nicht die gesleeften. Das war ein bisschen optisch nicht so toll, aber es muss ja auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen, und das tut es auf jeden Fall. Ja, und Planung ist das halbe Leben, und da hatten wir mit der Pumpe, die hatten wir nicht mit eingerechnet, die Pumpe hat den Molex-Anschluss. Den haben wir bei der Vorverlegung der Festplattenkabel, hatten wir den nicht mit eingerechnet und mussten dann noch zusätzlich einen Strang von der Höllenmaschine rüber ins Eco-Abteil legen. Das hat so halbwegs funktioniert, aber da sieht man halt, man kann nicht immer alles perfekt planen. Manchmal vergisst man auch einfach was, und dann muss man halt improvisieren. Ja, und wir werden dann aber noch mal ein bisschen Hand anlegen müssen an die Verkabelung im Eco-Abteil, weil das da noch ein bisschen heftiger ausschaut. Das sieht aus wie Kraut und Rüben. Aber wir arbeiten einfach aber ein bisschen. Aber das Höllensystem, das seht ihr ja da im Hintergrund, das ist wirklich schön geworden. Genau, und da arbeiten wir einfach noch ein bisschen mit mehr Kabelbindern und ein bisschen ordentlicher. Aber wir wollten jetzt auch das System endlich mal zum Laufen bringen, um euch dann zu zeigen, was die Kiste wirklich kann. So, im nächsten Zusammenbauvideo kommt dann die Kür, und zwar das Befüllen und die Inbetriebnahme der Wasserkühlung. War ein Riesenspaß, Fritz, ne? Ja. Ist ja schon erledigt, seht ihr auch im Hintergrund. Und wir zeigen euch nochmal ganz genau, was wir da gemacht haben und was schiefgegangen ist. Ja, richtig. Tja, und bis dahin wünscht Team Hölle euch natürlich noch viel Glück bei der Verlosung der Höllenmaschine 6. Wir sehen uns. Bis dahin.